Hallo, herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu dem zweiten Teil Schöne Map. Es wird diesmal kein wirkliches Let's Play, sondern es wird eher eine Mitfahrt. Eine Führerstandsmitfahrt im Triebkopf von Zug 57. Es ist folgendes, ich möchte mich mit diesem Video bei euch bedanken, dafür, dass ihr so zahlreich zugeschaut habt. Klar, es gibt Leute, die haben mehr Zuschauer, aber mir hat das gereicht. Ich bin zufrieden. Ich habe mich für die Variante des Videos entschieden, weil ich gemerkt habe, je mehr ich baue, desto mehr hängt mir die Performance hinterher. Und ich möchte wenigstens mit euch einmal noch diese Map komplett abfahren. Wer weiß, wann der nächste Patch kommt. Hoffentlich bald. Jetzt läuft es noch relativ gut. Und deswegen habe ich mich für diese Führerstandsmitfahrt entschieden. Wir fahren einmal die ganze komplette Map ab und landen dann wieder hier in diesem Bahnhof. Also wenn wir hier sind, werde ich das Video beenden. Vielleicht auch noch mal zwei, drei Sachen sagen. Ja, für die, die es nicht bis zu Ende schauen. Oder allgemein noch gesagt, es ist ja nur der eine Bahnhof, den wir gestern angefangen haben, ausgebaut. Den Rest möchte ich später mit euch machen, nach und nach. Das heißt, wir werden jetzt praktisch nur die reine Strecke abfahren. Es sind schon, glaube ich, alle Bahnhöfe belegt und auch schon alle in die Städte eingebunden. Aber es ist eben noch nichts im Umfeld bis jetzt, also erwartet nicht zu viel. Sondern ich möchte einfach mit dieser ruhigen Zugfahrt das Jahr dann auch ausklingen lassen. Also, viel Spaß bei der Mitfahrt und ich melde mich nachher nochmal. Ja, das war verkehrt. Das starten. Damit fahren. So, bis dann.
So, wir nähern uns jetzt gleich dem Startpunkt bzw. Endpunkt unserer Fahrt. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen, für die Treue dieses Jahr. Würde mich freuen, wenn wir den Rest der Karte weiter zusammen ausbauen. Ihr zuschaut, je nachdem. Ja. Wie gesagt, es gibt hier 6 Bahnhöfe, es ist viel zu tun. Warten wir auf den nächsten Patch. Achso, und allen, die jetzt selber wieder eine neue Map anfangen wollen, sei gesagt, das ist eine kleine Map oder eine mittlere Map in Maßstab 1:3 mit 7 Städten. Also lasst einfach diese riesen Maps weg. Das Spiel ist dazu noch nicht in der Lage, so leid es mir tut. Ich würde auch lieber die großen Maps spielen. Aber wenn meine 1080 und meine 16 GB und mein i7 das alles nicht packen und ich hier auf sämtliche Sachen verzichten möchte, und es geht ja darum, dann schön mitzufahren mit den Zügen. Und ich finde das hier so wunderschön, also das Spiel an sich ist wirklich schon wunderschön. Hoffen wir einfach, dass demnächst der Patch kommt. Ich bedanke mich jetzt bei euch, wünsche euch allen eine schöne Silvesterfeier, rutscht gut ins neue Jahr und würde mich freuen, nächstes Jahr auch wieder was von euch zu hören. Macht's gut, euer Micha.